In dem Sinne, hallo Freunde der Spiegeltour, jetzt auch wieder auf YouTube nach einem kurzen Pinkelpausen-Break. Ich kann es ja auch hier sagen. Pinkelpause, Pinkelpause. Den Jürgen würgen. Geht es weiter mit XCOM 2. Das diesmal überhaupt keinen Zusatz hat. Ja, die Vorratslieferung ist immer noch da. Belohnung, eine schwere Waffe. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Neuen Kurs. So, neue, neue Fähigkeit Stasis. Ausbildung fortsetzen. Wenn ein Feind Sprengsätze mit sich führt, kann der Psi-Soldat sie aus der Ferne zünden. Übernimmt per Gedankenkontrolle dauerhaft die Kontrolle über einen Feind. Pro Einsatz kann immer nur eine erfolgreiche Beherrschung durchgeführt werden. Mir inspirieren finde ich auch nicht schlecht. Was kann ich für Sie tun, Commander? Es waren, glaube ich, 300, ne? Ja, 300 Vorräte brauchen wir. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie... Nein, kein neues Personal rekrutieren. Ja, und da müssen wir noch hin. Oh, jetzt habe ich wieder was angeklickt beim Scrollen über die Karte. Ich weiß nicht, ob euch das häufiger passiert. Mir passiert das in dem Spiel irgendwie ständig. Technikabteilung. Gegenstand herstellen. Rüstung. Bewacherrüstung. Das ist unsere Standard-Servorüstung. Sie bietet die Belastbarkeit, die man von einem großen Kampfanzug erwarten würde. Toll. Das sind alle Infos, die er dazu sagt. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Central behauptet, früher mal eines von diesen Dingern aus nächster Nähe gesehen zu haben. Allen Spekulationen zum Trotz befand sich im Innern kein Pilot, als wir es geöffnet haben. Ja, aber wir können jetzt Gremlin Mark III produzieren. Woher wissen Sie, dass das jetzt die fortschrittlichste Version davon dem Ding ist? Kann auch mehr kommen. Der Name Chrysalid beruht wahrscheinlich auf früheren Mutmaßungen bezüglich des ungewöhnlichen Reproduktionsprozesses dieser Kreatur. Obwohl sich seit langem Gerüchte über die Existenz von Zombies als Nebenprodukt der Chrysaliden-Reproduktion halten, deuten jüngste Berichte auf eine neue, ähnlich verstörende Fortpflanzungsmethode dieser Spezies hin. Sie legen Eier in Menschen. Das wissen wir auch schon von früher. Kann nicht sein, dass so ein Wissen verloren geht. Ich bin mit den bisherigen Forschungsfortschritten zufrieden. Aber es gibt noch viel über die Pläne der Aliens zu lernen. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. 75 Vorräte, 35 haben wir. Jetzt sind wir gerade am Arsch der Welt leider wieder. Schön. Gucken wir uns nochmal ein bisschen Forschungstempo. Informationen. Dann gehen wir eben zum Schwarzmarkt und versuchen ein bisschen Geld zu machen. Der Markt ist offen. Die werde ich eh nicht mehr brauchen.
75 brauchte ich, ne? Ja. Der Markt haben ist wir offen. Jetzt. Ach, ich hätte auch Vorräte kaufen können für Informationen, obwohl. Doch, wir haben so viele Infos. Oder? 51 Infos werden ja wohl noch reichen. Die Verbesserungen werden wir nachher einsetzen. Wir gehen jetzt erstmal nochmal in die Technikabteilung und werden den Mark 3 bauen. Pistole. Da haben wir waffentechnisch, da ist mal alles erledigt. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Nehmen wir die nächste Avatar-Forschungseinrichtung aufs Korn. So, wie sieht's aus, Team? Du bist falsch. Du bist nämlich ein Grenadier. Na. Okay, vom Wert her bin ich einen da drunter. Trotzdem ist das Exoskelett natürlich nicht schlecht. Das kann bleiben. Ja, nimm das PKS. Überragendes Zielen. Gerade wird dem Chat gefragt, ob ich 24-Stunden-Livestream mache. Nein, ist keiner geplant. Ich bin kein Fan von 24-Stunden-Livestreams. Irgendwann wird es sowas bestimmt geben, aber zurzeit nicht. Ach Moment, ich wollte den... Ja, Mass Effect 4 könnte wirklich eine Situation sein, wo ich einen Livestream mache, einen langen. So, du nimmst Imitationsgerät bitte noch mit. Die Ranger sind soweit ausgerüstet. Wille 77, Wille 59. Da würde ich sogar sagen, dass du... dass für dich sogar sowas ganz gut ist, weil dein Wille echt scheiße ist. So, dem ist überragende Mobilität. Ich würde sagen, damit sind wir durch, oder? Ah, er hat hier noch die Spinnenrüstung. Ich nutze den Haken so selten. Da kann ich auch das andere nehmen und dann nimmst du noch den Gedankenschild.
Der Schwarze kriegt die dunkle Rüstung. Und los. Skyranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Ich muss auch sagen, heute werden wir nicht so lange streamen wie die letzten Tage. Ich habe zwar morgen frei, aber ich wollte heute nicht bis 3 Uhr morgens ziehen, auch vom Hinsicht, dass viele Leute morgen vielleicht auch arbeiten gehen. Und dass auch viele Leute jetzt nachher den Super Bowl gucken werden. Sybrand fasst mich gerade auf, wie es mit dem Spiel Firewatch aussieht. Ich muss sagen, das Spiel sah super interessant aus. Vielleicht mache ich was, ich weiß es noch nicht. Wenn wir die Einrichtung vernichten, verschafft uns das mehr Zeit. Menace 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Sagen Position wir, bis 12 mache ich. Aber dann wollte ich eigentlich so langsam am Ende finden. We're operating in the shadows. On my way. Ich habe Dienstag leider nicht frei. Moving on target location. Moving to position. Vielleicht machen wir morgen Mittag einen Spontan-Stream. Muss ich mal gucken. Moving on target location. On the move. Weil normalerweise streame ich morgen ja nicht. Roger, I've got my eyes on. Roger, I've got my eyes on. Overwatch. Overwatch. Got it covered. Affirmative covering now. Den Kölle Alav Mittagsstream. Ich höre einen Mech. Closing on target position now. Confirmed. Roger that. Okay. On the move. Okay. Jetzt redet der Chat darüber, ich morgen Mittag ein Spontanspiel mache. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich es mache. Eyes on the prize. Got it covered. Eyes on the prize. Moving to Overwatch. I'm on it. They're moving out. So, gucken, was wir jetzt aufdecken. Nichts. Confirmed. Das ist sehr ernüchternd. That's affirmative. Overwatch. Understood. Moving out. Moving to Overwatch. Affirmative, covering now. Overwatch. Got it covered. Headed there now. Scanning. Enemy activity. Ich weiß. Ich glaube, er ist durchs Gebäude gelaufen. Heading there now. So, eine Runde noch warten und gucken, ob die nicht bei uns ins Gebiet reinlaufen. Understood. Moving out. Ansonsten kommen wir ein bisschen näher. Eyes on the prize. Moving to Overwatch. Affirmative. Covering now. Scanning. Scanning. I don't think we're alone out here. So, wer von euch will in den Tod? Heading out. Bei einer muss definitiv runtergehen. Dann geh du mal. Moving the designated coordinates.
immer noch kein Ziel. Ich kann mich ja gleich schon in die Basis reinstellen. Heads up, got movement. Orders confirmed, moving out. Immer noch nix. On my way. Na toll. Drei Aachen. Heading there now. On the move. Moving out. Du bleibst da oben stehen. Du gehst noch hier hin. Ich versuche beide Geschütze in derselben Runde zu übernehmen. Ich glaube, der Mech läuft die ganze Zeit durchs Gebäude durch. Ach, Moment. Vorher machen wir... zum Test jetzt wirklich irgendwie. Overwatch. Du nicht Overwatch? Kannst du auch hier irgendwo eine Deckung? Dann mach da Overwatch. Du auch. Got it covered. Ach, der sieht nur den da hinten, okay. Kannst du nicht funktionieren? Didn't get control. They've got our position. Du mich auch, ey. Seizing control. Was hat er schon in Gremlin 3? Sehr schön, dann nehmen wir das wenigstens. I've got access. Das eigene Geschütz greift an. Got it.
Und Treffer, sehr schön. Damit haben wir den ersten. Hostile neutralized. Bibi, was willst du von mir? Ärger mein Geschütz nicht. Bibi, kleines Geschütz, ich habe auch Gefühle. Yuzi, Futo, out! Danke für dein Support. Taking fire over here. Als Privatpatient. Ich bin froh, wenn ich mal endlich das andere Snipergewehr habe. Der müsste das sein, ne? Ich habe Angst. Beep. Benachrichtige ich meine Mutter. Ich schieße mal ein Loch in den Boden. Dann fällt das Geschütz mich weg. Du hast kein Ziel. Seine Mutter war ein Toaster, soll ich vom Chat aus sagen. Der tapfere Toaster war das. Wieder daneben. Sehr schön. Super agiles Geschütz. Deine Macht ist unendlich. Der agilste Mann in unseren Reihen. Er schafft die 100 Meter in... Naja, wir warten noch drauf, dass er ins Ziel kommt. Aber er weicht sehr gut aus. Ich überlege gerade, ob ich einfach in ein Loch reinschießen sollte. Ich finde das Verschwendung. Ah, jetzt. Nein! Er lebt immer noch. Er ist unbesiegbar. Got him. Nummergeschütz lebt.
Es ist unbesiegbar. Ich will mir jetzt nicht über solche Sachen streiten. Ob es ein S oder ein R ist. Auf jeden Fall lebt er. Oh, ich habe schon Angst, wenn der aus dem Hecken rauskommt, dann wird das Geschütz alle meine Teammembers töten. Ich hatte noch nie so einen mächtigen Feind. Endlich. So, tapferer Toaster. Leider müssen wir uns jetzt von dir verabschieden. Es ist gegen deine Person selbst, aber es ist sehr gefährlich, dass du aus deinem Heck rauskommst. Robotech, ich würde gerne den Multiplayer ausprobieren. Ich fand den im ersten Teil jetzt nicht so Bombe. Muss man mal gucken jetzt, wie es in 2 ist. Aber ich glaube jetzt... Vielleicht habe ich mich auch nicht genug damit auseinandergesetzt. Beim ersten Teil. Jetzt überlege ich gerade, war die Runde jetzt vorbei? Ja. Reloaded. If you say so. Warum haben die anderen denn immer so Schiss, wenn ich die irgendwo hinschicke? Ready to rock. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen getötet von unseren. Deine Zukunft ist da um die Ecke. It's killing time. I guess that'll be okay. Die Nachladeanimationen sind immer noch so, teilweise, als wenn die Waffe erstmal in der Hand haben. Ready to rock. Wie die Frau vorne, die lädt nach, indem die erstmal guckt. Und dann sagt die, da ist das Magazin. Klick. Das muss in- und auswendig gehen. I'm trusting you here. Heading out. Will do. If you say so. Affirmative, covering now. Scanning. Domenicus, gebe ich dir recht, der Multiplayer von Mass Effect 3 zum Beispiel war gar nicht mal so schlecht. Der hat auf jeden Fall Spaß gebracht, was mich aber gestört hat, dass man ein bisschen Multiplayer spielen musste, um das perfekte Ende zu erreichen. Für den Bonus dann, um den zu bekommen. Das habe ich damals bei Mass Effect 3 nicht direkt geschafft. Obwohl ich das Gefühl hatte, alles gemacht zu haben. Und warum kommt der Penner jetzt eigentlich von der Richtung? Geil, Robotech, danke für die Info.